Und damit willkommen zu einem neuen Video heute hier auf meinem Kanal. Heute bin ich selber nicht in Super Mario Odyssey drin. Wir machen nächste Woche wieder mit der Ballonjagd weiter. Heute möchte ich auf die Koopa Free Runnings reagieren, die Weltrekorde in den einzelnen Gebieten. Und ich bin da sehr gespannt, weil es waren ja schon kranke Bestzeiten immer bei den besten Listen mit drin. Ich war mit meinen eigenen Rennen immer mal mehr zufrieden, mal weniger. Ist natürlich keine Glanzleistung. Ich habe das jetzt nicht einstudiert, ich habe das nicht mehrmals probiert, daher bin ich da jetzt nicht ganz so gut drin gewesen. Aber ich bin mal gespannt, was so die Profis hier gemacht haben in den einzelnen Ländern. Ja, das Problem ist, also ich habe mir ein Video rausgesucht, Link dazu auch in der Videobeschreibung, da ja von 2023 die Weltrekorde. Ich mache aber den Ton aus, weil es ist leider, ich habe mal kurz so reingedrückt. Einfach, ich habe nichts gesehen, allerdings mal reingedrückt wegen der Qualität, weil es ist auch nur auf 720p. Es ist leider kein Ingame-Sound da. Bedeutet, ich werde wahrscheinlich im Nachhinein irgendwelche Super Mario Odyssey Soundtracks rein editieren, dass ihr wenigstens was habt im Hintergrund. Allerdings für mich ist das jetzt hier ohne Sound, weil ganz ehrlich, das... Gut, ich mache für mich selber Sound an, aber ich mache trotzdem einen anderen Sound mit rein. Also ich werde das separat rausschneiden, sagen wir es mal so. Und euch richtigen Soundtrack reinpacken. Weil ich weiß nicht, die Tracks, die hier verwendet wurden, die Musik, die hier unterlegt wurde, ob ich die einfach so verwenden kann. Wie auch immer, rechtlich halt gesehen, Copyright und so weiter und so fort, weiß man ja nicht. Gut, dann geht's hier los. Wir fangen an im Hutland. Okay. Von Buster Doggy. 19 Sekunden. Okay. Man startet da oben. Aber gut, im Hutland, das ist ja noch relativ klein. Gucken wir mal einfach, was draus wird. Ach, ja, gleich. Ja! Ja, moin. Einfach da so starten. Ja, nice. Was ist das da? Okay. Warum ist er da so schnell? Der war ja gerade richtig dolle schnell. Ja, moin. Der war zwischenzeitlich richtig doll schnell. Aber, ja, ich habe nicht die Wiedergabegeschwindigkeit hochgestellt. Ich dachte zuerst. Das war krass. Das war sehr, sehr krass. Das hat er sehr schnell hinbekommen. Wow. Dann im Kaskadenland. Okay, da muss man irgendwie dann hoch. Da bin ich jetzt sehr gespannt, weil das ist ja schon ein bisschen schwieriger. Dann da hoch, okay. Die machen andauernd diese Rollen. Was ist das? Okay, warum hat er die so... Das hat wohl einen tieferen Sinn. Ach du Heidi, ja klar. Ja, klar, 11 Sekunden ist logisch. Aber da war der Wandspruch auch gerade sowas von mega krass. Bestimmt so ein Impossible Jump oder so. Werden wir bestimmt ein paar davon sehen jetzt hier im Video. Ja, doch, 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 doch. Das hat beeindruckt. Besser als das Hutland. So, hier im Wüstenland. Okay. Das ist ja einfach nur sehr weit. Okay, in dieses Ding hier rein. Damit scheint man generell schneller zu sein. Dann auf die Pyramide drauf. Da im Dorf ist das Ziel. Ich bin damals nicht über die Pyramide gegangen. Aber anscheinend ist man hierüber deutlich, deutlich schneller, würde ich schätzen. Ja, sonst würde derjenige das nicht machen. Ah, okay. Immer über die Stromleitungen. Finde ich interessant. Da hat man halt wenig Spielraum, das zu verschnellern, finde ich. Hat man wirklich wenig Spielraum, das zu verschnellern? Ich glaube, da sind viele bei diesem Rekord stehen geblieben. Und schneller geht es halt dann nicht mehr wahrscheinlich. So, das Seeland. Wo muss man da hin? Da muss man zum durch die Wasserpassage auf die andere Seite. Oder man geht halt direkt links. Da oben ist das hier, das sieht man da schon. Warum habe ich eigentlich nicht Vollbild angeschaltet? Sorry, dass ich kein Vollbild an hatte. So, haben wir jetzt. So, ja gut, geht's da links hoch. Ich weiß nicht, ob ich da links hoch damals hoch bin. Ich glaube, ich habe es nicht geschafft. Ich bin über den normalen Weg. Okay, übers Wasser. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass er da hoch irgendwie geht. Aber ist trotzdem... Okay. Einfach die Kameraperspektive nehmen, damit er dann halt da die Kamera ausrichten kann. Ist ja interessant. Da schien die Zeit nicht weiterzulaufen. Ich glaube, da lief die Zeit jetzt... Nee, da scheint die Zeit nicht weiterzulaufen. Ist ja krass. Damit er gleich von der Kamera richtig ausgerichtet ist. Kleiner Trick, interessant. Und ich weiß nicht, welche Sprache das ist. Könnte eventuell Spanisch sein. Da wird auf jeden Fall der erste Platz mit so einem Gradzeichen hier angezeigt. Das ist ja auch mal interessant. Ein Grad, wow. Lernt man gleich was über andere Sprachen. So, dieses Land. Wie hieß denn das? Forstland. Das Forstland. 16,15. Das ist doch wieder derjenige vom ersten Mal. Vom Hutland. 16,15. Direkt darüber. Ich weiß gar nicht, wo man da hin musste. Da hinten hin. Okay, da bin ich gespannt, das sind 16 Sekunden.
Okay, dann hier direkt rein, hier hoch. Ja, und dann da halt abkürzen. Ja gut, das ist ja... Okay, okay, okay. Bisher hat mich das... Kaskadenland hat mich am meisten bisher beeindruckt. Das war bisher am krassesten. So, auch wieder derselbe. Jetzt das verlorene Land. 1796. Gut, mal gucken, was man hier so alles machen kann. Da direkt... Oh, ja, klar. Ja, klar. Boah, das ist bestimmt auch ein Impossible Jump gewesen, bestimmt. Ja, logisch. Ja, moin. Das ist auch beeindruckend. Krass. Also, ich bin ja... Ich habe ja auch schon häufiger mal in Livestreams über Speedruns und so erzählt, wie ich dazu stehe. Meins ist es nicht. Also, ich bin jetzt nicht so der Speedrunner. Überhaupt nicht. Kein bisschen. Da hatte mich der liebe Colin auch in den Kommentaren gefragt, wie wäre es mal mit einem Super Mario Odyssey Speedrun. Er hatte auch schon mal so eine Idee im Discord geschrieben. Nee, könnt ihr bei mir nicht erwarten. Ich bin da nicht so der Typ dafür. Echt, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Daher tut mir leid. Ich bin derjenige, der sich sowas gerne anguckt. Das dann ja. Und wenn ihr mal Vorschläge habt, was ich mir für Speedruns oder so mal anschauen soll, ab in die Kommentare damit. Kann ich gerne mir auch dann zukünftig mal immer mal wieder was angucken. Ha, hätte ich auf jeden Fall Bock. Wieder derselbe. Jetzt im Cityland. Okay. Die Regenvariante. Ach du Hai. Ja, ist klar. Wie schnell ist der dann da, bitteschön? Das ist doch krank. Kamera ausrichten. Das ist krank. Man muss halt bedenken, das Spiel ist ja jetzt fast 6 Jahre raus. 5,5 Jahre oder irgendwie so? Wenn ich mir richtig rechne? Nee, doch, 5,5 Jahre. In der Zeit hatten die Leute viel Zeit, hier Weltrekorde zu machen. Und dieser Buster Doggy, der scheint ja wirklich krass zu sein. Der ist ja in fast jedem Video. Auch jetzt hier im Schneeland. Okay, das war ja nicht schwer. Das war ja echt nicht schwer, das Schneeland. Dadurch, dass man... Dass der Weg doch sehr einfach ist. Ist er da gerade hängen geblieben? Da ist vielleicht Potenzial, was rauszuholen. Auch krass. Schon wieder derselbe im Seeland jetzt. Oh ne, es ist das Küstenland. Das ist das Küstenland. Stimmt. Oh, da muss man... Da kann man direkt in Schieb-Schieb rein. Krass. Da bin ich erstmal eine Weile übers Wasser gelaufen. Und dann ist da so eine Blume. Okay. Krass. So, wo muss man da hin? Nach ganz oben. Okay, da bin ich jetzt gespannt. Ach so, da sind solche Dinger dran. Mach doch ohne die Dinger. Ja, klar. Okay, jetzt hier im Dings, im Schlemmerland. Da muss man ja auf dem Vulkan rauf. Ja, ist log. Ist log. Ja, ist klar. Ja, moin. Ja, natürlich. Ja, moin. Da, was? 9 Sekunden. Schon wieder derselbe. Eine Minute. Okay, ja gut, das ist das Bowserland. Da muss man ja... Ich glaube, da kann man relativ wenig was rausholen. Weil das Problem da ist... Okay, okay, okay. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Aber dann das Problem ist da, dass man... Wow. Viel in den Leitungen drin ist. Und da kommt man halt nicht drum herum. Müsste man irgendwie gucken, dass man die Passagen so mit diesen Leitungen skippen kann, aber es geht anscheinend nicht. Dafür sind die Orte einfach viel zu weit entfernt. Da muss man halt gucken, dass man auf dem Weg dorthin ein bisschen was skippen kann. Ja, natürlich. Ich weiß gar nicht, was da meine Bestzeit war, aber eine Minute denke ich mal nicht. Ah, ja, ja. Ich hoffe, in... Im nächsten 3D-Mario werden die auch solche Rennen machen. Mit Bestzeiten. Das ist schon ganz cool. Nur bitte nicht nochmal 100 Mal Seilspringen oder sowas ähnliches Krankes. Das muss bitte nicht sein. So, und dann Rainer. Ja, gut. Jetzt fehlt noch das Mondland, oder? Das ist das letzte Land, was jetzt noch fehlt. Genau. Und auch wieder derselbe. Ich hoffe, das ist jetzt hier nicht, manipuliert von dem Kanalersteller, dass er extra den hier jetzt supportet hat. Aber ich glaube mal nein. Ja, moin, er hat noch die Blume da bekommen. Nice. Wow. Okay. Er läuft nicht die ganze Zeit.
Und er macht viel mit Cappy. Ja, krass. Krass, krass, krass. Kann man nichts anderes zu sagen. Also, mein Respekt natürlich an den... Ach so, natürlich. Pilz königreich. Aber was ich sagen wollte, trotzdem Respekt an alle, die hier das hier machen und sich da in dieses Game so viel Zeit nehmen. Also, ihr müsst halt euch vorstellen, da... Oh, ja, moin. Da... Der Speedrun an sich dauert nur ein paar Sekunden. Aber die Arbeit dafür, das alles zu erreichen, dauert so ewig lange. Das dauert so ewig lange. Man muss so viel üben. Und dafür habe ich halt meinen größten Respekt. Und ja, das war so meine kleine Reaktion zu den ganzen Freerunnings von Koopa hier in Super Mario Odyssey. Beim nächsten Mal geht es ganz normal weiter mit Ballonjagd. Mal gucken, in welchem Land wir dann sein werden. Weiß ich jetzt noch nicht. Werden wir sehen. Also bis dahin. Und tschüss. Lasst gerne eine Bewertung da. Und eure Wünsche für Reacts oder so gerne in die Kommentare. Also bis dahin. Tschüss.